dass die politische Mitte verloren hat, gab es noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Und deswegen ist das Wahlergebnis in Thüringen auch nicht nur ein singuläres Thüringer Ergebnis, sondern eins, was auch in Berlin niemand einfach abschütteln kann. Und das ist mir wichtig zu sagen, wenn alle Parteien in der politischen Mitte, die Grünen, die Sozialdemokraten, wir so deutlich verlieren und so deutlich Vertrauensverlust hinnehmen mussten und die Ränder so stark geworden sind, dann hat das eine Menge verändert. Wir haben für diese politische Mitte gekämpft und dass sie keine Mehrheit bekommen hat, ist einfach ein neuer, bisher nie dagewesener Zustand. Herr Moring, ist eine Tolerierung einer Ramelow-Regierung für Sie eine Wahlmöglichkeit und muss die Vorsitzende Kamp-Karrenbauer auch Konsequenzen in ihrer Politik ziehen? Also ich stelle mal fest, dass die Ramelow-Regierung gestern die Mehrheit verloren hat. Bodo Ramelow ist ja nicht persönlich für die Linke angetreten, hat immer gesagt, er tritt für Rot-Rot-Grün an und für dieses Bündnis. Und dieses Bündnis hat keine Mehrheit mehr im Thüringer Landtag. Das ist mal der erste Fakt. Und es gibt keine linke Mehrheit mehr im Thüringer Landtag. Wir sehen, dass die FDP bis tief in die Nacht kämpfen musste, ob sie überhaupt 5,0004 Prozentpunkte bekommt. Und ich prognostiziere auch mal, dass das noch nicht das Schlussergebnis ist, dass mit Sicherheit noch mal irgendjemand kommt, das zu überprüfen. Und alle Fragen, die sich daraus ergeben, sind auch abhängig davon, ob die FDP im neuen Thüringer Landtag ist oder nicht. Und das kann man heute Vormittag noch nicht abschließend beantworten. Aber für Berlin gilt, das kann ich noch deutlich sagen, es ist keine Reduzierung auf Thüringen und es gibt auch keinen weiter so. Die Thüringer CDU hat bei den Wahlkreisen gewonnen, die ist gestern dort stärkste Partei geworden. Ich ganz persönlich habe in meinem Wahlkreis 10% mehr Stimmen bekommen als das Parteiergebnis. Und das zeigt, vor Ort sind unsere Frauen und Männer anerkannt und repräsentiert und gewinnen auch die Wahlkreise. Entgegen aller Prognosen sind wir dort stärkste Partei geworden. Aber dass das Parteiergebnis so schlecht ist, zeigt auch, dass genau dort sich die Wahrnehmung und der Vertrauensverlust auch gegenüber der CDU in Deutschland widerspiegelt. Und dass dieses differenzierte Ergebnis müssen wir auch einfach in unsere Überlegungen einbeziehen. Was heißt das für die Vorsitzende? Das heißt zunächst erstmal nichts für jemand persönlich, aber das heißt, dass ich darum bitte und werbe, dass man jetzt nicht einfach so tut und man macht weiter und geht wieder in die Selbstbeschäftigung. Will man große Koalitionen fortsetzen, zieht man Halbzeitbilanzen, zieht man noch weitere Bilanzen. Die Bürgerinnen und Bürger haben da gestern deutlich gesagt, dass sie so, wie das läuft im politischen Deutschland, nicht einverstanden sind. Und wir können doch gar nicht zulassen, dass die Spaltung dieses Landes weiter sozusagen über Thüringen hinausgeht. Sondern das ist doch verlangt doch Verantwortung, Mut zur Entscheidung, Klarheit in den Positionen, Diskursfähigkeit. All das vermissen die Leute hier in Berlin und das spiegelt sich in unseren Ländern wieder. Und mich ärgert das, dass wir unsere gute Arbeit, die wir gemacht haben, nicht umsetzen können in Zustimmung, weil Berlin alles überlagert hat. Und deswegen müssen wir jetzt besonnen sein, nachdenklich sein. Deswegen will ich auch gar nicht mehr sagen. Aber es geht jedenfalls nicht so, dass man einfach reflektiert, der eine Tag ist rum, der nächste Tag beginnt und man macht es einfach weiter. Wir haben eine Menge vor der Wahl versprochen, wir wollen das umsetzen. Ich möchte, dass Wort und Tat zusammenkommen im politischen Betrieb, dass wir die Spaltung überwinden. Und da ist eine Volkspartei wie die CDU zuallererst gefordert. Und jetzt kann sich keiner einen schlanken Fuß machen, sondern alle sind in Verantwortung. Die Union braucht also einen Kurswechsel. Diese Worte, ob irgendjemand vorne verantwortlich ist, ob irgendjemand Kurswechsel machen muss, auch das ist so eine einfache Reaktion, die auch nicht mehr so geht. Das ist nicht diese Frage, ob jemand einen Kurswechsel machen muss oder ob jemand seinen Hut nehmen muss, sondern es verlangt ein neues Denken. Da ist doch mehr passiert als nur bei der CDU. Ich wiederhole mich nochmal. Wenn die politische Mitte so massiv an Vertrauen verliert, dann ist es keine Frage nur einer Partei. Dann müssen wir überlegen, was ist da passiert, dass die politischen Ränder sich gegenseitig so hochschaukeln, dass sie eine Mehrheit in Deutschland erreichen. Und da erwarte ich von allen, dass sie nicht so tun, als muss man eine Frage stellen, die man nach jeder Wahl stellt. Und dann ist alles wieder normal. Und am nächsten Dienstag gibt es wieder neue Themen. Die Koalition mit den Grünen ausgeschlossen. Inwieweit muss man jetzt aber vielleicht auch noch mal die Blickrichtung Linkspartei überdenken? Sie haben bestimmt was Schönes gefragt, aber ich habe quasi nichts verstanden. Ursprünglich auch eine Koalition mit den Grünen ausgeschlossen haben. Aber inwieweit muss jetzt vielleicht auch noch mal der Blick überdacht werden in Richtung Linkspartei? Das haben Sie zweimal dasselbe gefragt. Ich habe doch keine Koalition mit den Grünen ausgeschlossen. Ich sage, eins haben Sie das auch getan. Aber inwieweit ist es dann jetzt auch sozusagen an der Zeit, auch in Richtung links auch noch mal den Blick zu schärfen und zu überdenken, ob da eine Koalition möglich ist? Ach so, Sie meinen mit eins die CDU in Deutschland? Genau. Ah, so. Alles klar, jetzt habe ich das gut verstanden. Nochmal, die CDU in Thüringen ist bereit für Verantwortung, wie auch immer die aussehen kann und sollte. Wir müssen das in Ruhe besprechen. Natürlich muss ich mit meinen Leuten auch dazu reden, was das heißt. Aber wir haben ja auch einen Wählerauftrag bekommen von knapp einem Viertel aller Wähler. Das ist weniger, als wir uns vorgestellt haben und weniger, als wir auch damit gerechnet haben. Aber wir haben trotzdem eine Verantwortung für dieses Land.
Und ich glaube nicht, dass die Verantwortung heißt, dass wir zulassen können, dass die abgewählte Ramelow-Regierung einfach im Amt sitzen bleibt und geschäftsführend weitermacht, sondern es braucht stabile Verhältnisse. Und wir werden dafür auch unser Wort machen, unseren Beitrag leisten. Aber das geht alles nur, wenn wir das, was wir vor der Wahl gesagt haben, auch umsetzen können. Und wenn es dafür auch eine Idee gibt für das Land Thüringen. Und deswegen muss man bereit sein, nach diesem Wahlergebnis auch Gespräche zu führen. Und ohne was auszuschließen, aber in Ruhe und Besonnenheit. Und ich kann Ihnen einfach diese Frage heute noch nicht beantworten, was dafür ein Modell wäre. Da brauchen alle Zeit zum Überlegen. Aber gestern gab es einen deutlichen Einschnitt im politischen System in Deutschland. Und da muss man jetzt klug sein und nicht einfach sich in die Büsche schlagen. Praktisch von Ihrer Parteivorsitzenden. Das kläre ich jetzt, wenn ich ins Präsidium gehe und wir sprechen uns nach den Gremiensitzungen in der Pressekonferenz wieder. Okay? Haben Sie Verständnis? Tschüss. Sie haben Sonne, ist doch schön.